Also entweder will das Spiel mich testen, oder... Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moment, das geht anders. Construct Escape the System! Und wir sind unterwegs zum B-Hub, Hednard, denn laut brauchen wir hier ein Upgrade. Ich weiß jetzt nicht, wo sich das Upgrade verbirgt. Er wird es mir hier sicherlich gleich sagen. B2. Die Frage ist, wo ist B2? Hier auf jeden Fall nicht. Aber da oben... Nee, da oben waren wir schon, oder? Es muss hier ja jetzt irgendwas Neues geben, wo wir noch nicht waren. Weil... Ui! Mit unseren geilen neuen Features, die wir haben, kommen wir an Orte, wo wir vorher nicht waren. Da leuchtet zum Beispiel irgendwas. Weil, keine Ahnung, wo es dahin geht. Mal sehen, wird er mir ja gleich sagen. Hier geht es B1 Systemkern. Da wollen wir nicht hin. Aber waren wir da hinten schon? Da oben zum Beispiel? Das ist ja doch sehr weit weg. Also wenn es da jetzt plötzlich so eine neue magische Kugel gibt, mit der wir uns teleportieren können. Also, nee, nicht teleportieren, aber hört euch doch mal die Steine an. Also sind das echte Steine? Oh nein. Systemfehler. Hier gibt's noch irgendwas, was wir nicht haben. Können wir auf die Steine drauf? Geht das? Ja, das geht. Okay. Nein. Na, zu hoch. Also auf den sind wir raufgekommen. Den da kommen wir nicht rauf, oder? Versuch es mal. Hüp. Hüp. Doch. Geht. Nein, 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 nein. Ah, abgerutscht. Okay. So und so. Nein, nein, nein. Kann ich mich halten? Ja, ich kann mich halten. Juhu. Okay. Schön stehen bleiben. Weil da ist ja das mit dem Umgekehrten. Da oben gibt es auch noch irgendwas, was hell leuchtet. Aber die Frage ist, was ist hier oben? Soll ich da überhaupt drauf? Nein, ich habe zu früh springen gedrückt, oder? Ich habe zu früh springen gedrückt. Das gibt's ja nicht. Also ich versuche jetzt hier irgendwas. Sozusagen. Komm. Halt dich fest. Ja. Ah. Schön stehen bleiben. Boah. Ich glaube aber, wir kommen nicht wirklich weit. Okay. Das ist der Berg. Weil ich weiß nicht, ob wir wirklich hier längs sollen. Ich versuche das jetzt einfach mal, weil es geht. Da hinten ist zum Beispiel ein Klotz. Aber ob ich auf den draufkomme, weiß ich jetzt noch nicht. Ich versuche einfach mal möglichst hoch. Ah, nein! Auf den kommen wir drauf. Auf den hier. Na, da muss ich tatsächlich nach ganz oben. Boah, das ist hier aber auch eine Plackerei. Nein! Nein, nein, nein. Ah, du sollst nicht runterfallen, Junge. So, ganz oben hinstellen und dann einmal. Hep. Und hep. Und dann eins, zwei, drei. Nein, das ist so knapp. Boah. Ich glaube, wir sollen hier gar nicht längs, oder? Nein, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter nach vorne laufen, während ich hochspringe. Das heißt, hoch. Und dann, höp, höp, höp. Na? Jetzt geh doch da rauf, Junge. Kann doch wohl nicht angehen hier. Okay. Das da hinten ist zu weit weg, oder? Also,
theoretisch müssten wir jetzt auf den darauf kommen. Oder gibt es hier noch einen anderen? Nein, scheinbar nicht. Also wenn ich da nicht hochkomme, dann fehlt uns hier irgendeine Fähigkeit. Ich weiß nicht. Uns fehlt irgendeine Fähigkeit, weil da oben auf den großen Klotz kommen wir nicht rauf. Und er sagt ja, hier irgendwo muss es noch einen Zugang geben. Den da auf den Kopf gestellt, den hatten wir ja schon. Aber wenn wir auf den Kopf stellen, kommen wir dann nicht da auch da oben rauf? Weil hier oben ist noch einer. Aber wie gesagt, selbst wenn ich ganz nach oben gucke, komme ich nicht an den ran. Nein, der ist zu hoch. Na toll. Jetzt, also, ich sehe auch nirgendwo, wo das Ziel ist. Da hinten ist noch ein Stein. Vielleicht kommen wir zu dem rüber. Weil der hier wirkt irgendwie näher, aber der da hinten wirkt nicht so... Nein, da kommen wir gar nicht hin. Boah. Also entweder will das Spiel mich testen, oder... Nein. Da kommen wir gar nicht... Ich würde sagen, da kommen wir nicht rauf. Weil hier unten fehlt eine Fähigkeit. Wir brauchen noch eine Fähigkeit. Die muss es irgendwo geben. Aber wo ist denn bitte A2? Oder war das der über Kopf? Weil wenn das der über Kopf ist, dann habe ich mich hier natürlich die ganze Zeit... Die ganze Zeit quasi verarschen lassen von dem Spiel. Komm, lass es den da oben sein, bitte. Weil er sagt mir auch nicht, wo das ist. Er sagt mir nur, ja, geh mal dahin. Ich frag mich gerade. Ah! Nein, das gibt's doch nicht. Ich kann so hoch springen. Tatsächlich. Ich muss nur treffen. Und... Headbutt! Ja, B2. Und ich, Idiot, irr da die ganze Zeit rum. Lol. So, gut. Ich sollte nicht so viel Lol sagen. Ultra Boost Kugel! Ich glaube, wir sollen hier hoch. Kann das sein? Höp! Whee! Warum mit weniger zufrieden geben, wenn man auch ganz nach oben kommt? So. Ja, mal gucken. Wobei, eigentlich, dadurch, dass sie einem hier jetzt... Oder dadurch, dass der Entwickler einem hier nicht die... diese Fähigkeit gibt, die man eigentlich gebrauchen könnte. Im Sinne von, ja, wäre ja schön, wenn man hier einfach die Teleportkugel nutzen kann. Aber nö, stattdessen gibt es Ultra Boost! Höp! Whee! Ich frag mich, welche Fähigkeit es als nächstes gibt. Oh Gott. Da soll ich rauf? Höp! Aber ich hätte auch darüber springen können. Hier gibt es wieder Ultra Boost. Ja. Headnard und BAM! Kugel-Upgrade! Jetzt ist die Frage, was? Kraftkugel-Upgrade! Moment. Kraftkugel? Oh nein! Heißt das, wir können... Ja, wir können diese Felder da beeinflussen dann. Das gibt's ja nicht. Wer hätte es gedacht? Ich weiß schon, ja. Dann müssen wir in die ganzen Level, wo diese Felder waren, nochmal die Jump-Runs machen. Kraftkugel-Upgrade! Alle Kraftkugeln sind jetzt im gesamten System aktiv. Moment. Kraftkugeln können zum Bewegen bestimmter schwerer Objekte benutzt werden. Benutze die Kugel-Left-Maus-Button, um eine Energiewelle nach vorne zu schießen. Schau dich nach Kraftkugeln um, wenn du auf schwere Objekte triffst, die dir den Weg versperren. So, dann drücken wir einmal auf OK. Okay. Bam! Ihr könnt mich mal! Wuhu! Moment. Bam! Pam! Pam! Na, ich hab gesagt Pam! Pam! Woo!
Alter, die Dinger gehen mehr ab, wenn man näher dran ist. Gucken wir mal. Pam! Geil! So, auf die Entfernung. Mäh. Du kannst mich mal. Da passiert nichts. Bam! Bam! Bam, habe ich gesagt. Bam! 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 Das ist absolut sicher. Kann nichts passieren. Bam! Hehe. Ups, habe ich versehentlich beide Tasten gedrückt. Gut, ja, jetzt erklärt sich auch, warum da verschiedene Upgrades fehlen. Aber das ist immer noch nicht das Upgrade, was ich benötige. Weil es gibt ja noch ein Upgrade, was fehlt. Pam, pam. Komm. Hau ab! Weg mit dir! Das ist perfectly safe hier. Pam! Da kann nichts passieren! Ab in die Sonne mit dir! Woohoo! Yeah! Boah, ich komme mir absolut übermenschlich vor in diesem Spiel mittlerweile. Ich hab Triple Jump, ich hab Double Speed, ich hab, keine Ahnung, drei Pfeile, die fürs Laufen stehen. Wow. Ja. Warum auch noch warten, bis das Ding da ist? Ich kann einfach drüber springen. Wuhu! Batz! Okay. Ich wollte mich jetzt nicht davon erschlagen lassen. Kann man das Ding da eigentlich auch... Nein, kann man nicht. Und... Heppa! Wuhu! Yeah! Hüpp! Und... Headbutt! Boah. Okay. Jetzt haben wir hier eine Ultra-Boost-Kugel. Damit können wir uns... Okay. Aber ich wollte eigentlich die Ultra-Boost-Kugel nutzen und habe stattdessen einfach nur einen normalen Springen benutzt. Hier müssen wir jetzt wieder zurück, oder? Was gibt's da eigentlich jenseits der Berge? Okay, da unten ist dieses komische Chaos. Ah! Fast wäre ich runtergefallen. Wenn ich nicht übermenschlicher He-Man wäre. Ha! Der alles machen kann. Ja, das glaubt ihr nicht. Ist aber so. So. Okay. Ich frage mich, was ist da hinten? Das da. Ist das auch irgendwas? Das sieht so abseits von allem aus. Wir springen einfach mal rüber. Und wehe, ich bin dann hier gefangen und muss den Level neu starten. Aber irgendwie scheint hier was zu liegen. Jenseits von Gut und Böse. Oh nein, was ist das denn? Das ist einfach nur Dekosteine. Da bloß. Dekosteine. Okay. Mehr ist es nicht, nur Steine. Ich will jetzt aber auch noch wissen, was da hinten ist. So kurz vor Folgenende bin ich mal im Explorer-Modus. Wenn ich schon den Ultra-Jump habe, kann ich ja auch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und zur Not einfach mal... Ich wollte gerade sagen, von der Karte fallen, aber... Hä? Nein, hier ist Kartenende. Wobei, die Karte sieht merkwürdig gespiegelt aus an dieser Position. Wie dem auch sei, während ich hier versuche zurückzukommen, würde ich sagen, falls ihr es noch nicht getan habt, komisches Stonehenge hier, gebt diesem Video ein Like und wenn ihr wissen wollt, wann Videos kommen, dann ist es am einfachsten, wenn ihr mich abonniert. Abonnieren bringt nämlich Folgendes, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn ein Video rauskommt, übrigens 15:30 Uhr, aber bevor ich es vergesse, drückt die Glocke. Ansonsten kriegt ihr nämlich keine Info, denn YouTube ist böse. Ich bin immer noch auf dem Weg zurück. Wupp, wupp. Wir sind über dem Berg. Juhu. Nein, ich hätte vielleicht springen sollen. Komm, spring. Spring.
Na, er will nicht springen. Wie dem auch sei, ich sag tschüss. Tschüss.